Hallo zusammen, weiter geht's mit unserem Jahresrückblick 2016, heute mit der zweiten Hälfte von Juli bis Dezember. Ich hoffe, ihr habt alle Weihnachten gut überstanden und gut verdaut. Und wer sich die Videos noch gerne einmal komplett anschauen möchte, hier gibt es ja nur Ausschnitte, der kann das tun auf unserem YouTube-Kanal oder unserer Facebook-Seite. Viel Spaß damit und im Namen der Oldenburgischen Volkszeitung einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, dass wir uns in 2017 gesund und munter wiedersehen. Bis bald. Und in der Serie Mut zum Kreuz haben wir 30 Leute gefragt, wofür sie eigentlich stehen. Und sie machen Mut aufs Neue, auch christliche Werte vielleicht in den Blick zu nehmen, die vielleicht vergessen worden sind in letzter Zeit. Und dabei geht es nicht darum, Andersdenkende irgendwie auszugrenzen, sondern eigentlich im Gegenteil geht es darum, Mut zu machen, sich gesellschaftlich zu engagieren und sich an den Diskussionen zu beteiligen. Ich habe mich sehr intensiv mit den Menschen befasst. Sie haben sich mir geöffnet und haben mir ihre Situation, ihr Verhältnis zum Kreuz gezeigt. Und das fotografisch einzufangen, das ist schon eine Herausforderung. Und die hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil es einfach auch fantastische Begegnungen mit tollen Menschen waren. Und das ist das Schöne. Man ist draußen, man ist nicht in irgendeinem Fotostudio, sondern setzt sich mit dem persönlichen Lebensumfeld der Leute auseinander und dann entsteht einfach auch eine Fotoidee. Und wenn man ganz genau zuhört, und das ist das Entscheidende, dann vermitteln diese Leute eigentlich auch schon eine Botschaft und sagen, mein Verhältnis zum Kreuz sieht so und so aus und das möchte ich so und so zeigen. Ich fange ja einfach an, ohne dass ich überhaupt irgendwas mitbekommen habe. Aber ich glaube, es war nur ein Test. Hey! Servus! China, da wackelt die Mauer. Hey, hey. Was ist das eigentlich für ein Tempo, was so ein Blade Runner schafft, wenn er mal so richtig anzieht? Und das würde ich eigentlich ganz gerne mal rausfinden. Simon, eine einfache Antwort. Wir stehen hier in meinem zweiten Zuhause und dann kann ich dir anbieten, wir laufen mal einen Moment oder ein Stückchen und dann bekommst du ein Gefühl für das Tempo von einem Blade Runner. Ich glaube, da kann ich nicht Nein sagen. Das machen wir jetzt. Auf geht's. Ich freue mich. Es passiert, der Weltmeister 2016 heißt Erik Rich. Genauso wie vor zwei Jahren Erik Rich holt seinen. Lernen. Was muss man so können, wissen, womit komme ich vorwärts, wenn ich mal in Bayern sein sollte und verloren gehe? Fangen wir mit einem Hallo und einem Tschüss so. Hallo sagst grüß dich. Grüß dich? Fast. Das R muss da ein wenig rollen und dann sagst grüß dich. Grüß dich? Ja, schon gar nicht schlecht. Und auf Wiedersehen, da sagst Pfiatti. Pfiatti? Sehr gut. Nicht schlecht. Pfiatti? Das ist so, als müsste man niesen. Pfiatti. Ja.
Also sind Gänse gar nicht dumm. Ja, der Spruch dumme Gans, würde ich sagen, ist nicht berechtigt. Eine Gans ist eigentlich sehr intelligent. Weshalb es zu diesem Spruch kommt, würde ich sagen, liegt daran, dass sie sehr vorsichtig ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein neues Tor aufmacht für eine Wiese, um sie in eine neue Wiese zu lassen, kann das ein paar Tage dauern, bis sie sich da endlich mal durchtrauen. Und daher rührt sehr wahrscheinlich der Spruch dumme Gans. Was bekommen Schweine zu fressen? Die Zusammensetzung dieses Futters besteht aus Gerste, aus Weizen, aus Soja und aus Roggen. Und natürlich Mineralfutterzusätze für Spurenelemente, für die Nährstoffe, dass das Tier immer in jedem Gewichtsbereich optimal versorgt wird.